Heute Abend die FED-Sitzung und dann die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Aber eines ist zunächst mal auffällig, wenn wir den heutigen Tag starten. Die gestrigen Daten zur US-Inflation sind sehr, sehr wahrscheinlich geleakt worden. Dazu gleich mehr. Und dann will ich mal erklären, warum es gut ist, bärisch zu sein, warum es gut war, vor allem meistens in diesem Jahr bärisch zu sein. Ja, manchmal ist es gut, long zu sein, manchmal ist es gut, bullish zu sein, aber der Unterschied ist eben der, wer bärisch war, der handelte im Trend, der konnte immer sitzen bleiben, konnte sich darauf verlassen, dass wir dann doch immer wieder runterkommen, während diejenigen, die grundsätzlich bullish sind, konditioniert sind aus den letzten Jahren ultralaxer Geldpolitik, die hatten dann ein Problem, dazu gleich mehr, weil mir immer wieder dieses Mantra der Dauerbär hier unterstellt wird. Das ist nicht der Fall. Es werden Zeiten kommen und vielleicht nicht in allzu ferner Zukunft, wo ich wieder sehr bullish werde, aber jetzt bin ich es nicht. Und hier zunächst mal diese Geschichte mit der Inflation. Bloomberg sagt hier, es sind also kurz vor oder in den letzten 60 Sekunden vor Veröffentlichung der CPI-Daten, der Daten zur US-Inflation, sind 13.518 März-Kontrakte gehandelt worden im 10-Year-Future. Also, da sehen wir nicht nur bei den Aktien-Futures haben wir da massive Bewegungen gesehen, sondern auch an den Anleihemärkten. Sehr seltsam, da wussten also Leute Bescheid. Das wird noch zu untersuchen sein. Das Weiße Haus hat jetzt gesagt, ja, also uns ist da nichts bewusst und uns ist da nichts bekannt in dieser Hinsicht. Naja, man kann ja schlecht sagen, also wir haben so bestimmte Günstlinge, haben wir das jetzt einmal durchgesteckt, gell? Welche wollen wir nicht sagen. Also das ist natürlich klar, dass man hier sagt, wir wissen von nichts, was sollen wir denn auch wissen? Irgendwer hat da wahrscheinlich jemand irgendwas gesteckt und dann haben sich alle draufgestürzt, die hier ein bisschen Power haben. Das sind mit Sicherheit Institutionelle, das sind keine Privatkunden. Also das ist eine ziemliche Schweinerei, die hier abgelaufen ist, aber wir sehen auch hier, was dann nachher passiert ist. Zunächst der massive Anstieg der Futures, ob jetzt bei den 10-Year-Futures oder eben den Aktien-Futures. Und dann ging es wieder runter, Gewinnmitnahmen, dann wieder nach oben. Aber dann sehen wir, dass die Märkte deutlich nach unten gekommen sind. Insgesamt sehen wir jetzt, dass die Terminal Fed Rate Expectation gefallen ist, dann sich allerdings wieder ein bisschen erholt hat von diesem Fall. Also die Maßgabe da, wo der Zinsgipfel sein dürfte, und wir sehen jetzt, dass 50 Basispunkte ziemlich sicher sind, dennoch trotz der gestrigen Inflationszahlen für die heutige FED-Entscheidung. Man geht sogar davon mit einem Drittel Wahrscheinlichkeit, also 32%, dass die FED im Februar nochmal 50 Basispunkte anheben wird. Wahrscheinlicher ist 25 Basispunkte. Manche vermuten, ja, das könnte heute die letzte Zinsanhebung sein. Eher unwahrscheinlich aus meiner Sicht, aber schauen wir mal. 55% Wahrscheinlichkeit, dass dann im März nochmal die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben werden. Hier sehen wir, glaube ich, etwas Entscheidendes. Hier sehen wir mal den Leitzins in den USA, der jetzt bei 4% liegt, und wir sehen die sogenannten Financial Conditions gemessen nach einem Standard von Goldman Sachs. Und dann sehen wir hier, die Financial Conditions sind jetzt da, wo wir schon waren, als der Leitzins nicht bei 4,0% wie derzeit, sondern bei 1,75% ist. Das bedeutet, dass durch fallende Anleiherenditen, steigende Aktienmärkte eben die Zinsanhebungen der Fed de facto verpufft sind. Das kann und wird Jerome Powell nicht gefallen. Und ich rechne damit, dass Jerome Powell das auch heute so ein bisschen klar macht, dass ihm das nicht gefällt und er sich dann was überlegen wird, wie er sein Missfallen da ausdrücken kann. Jetzt kommen dann so Aussagen wieder auf YouTube, ich kenne das, warum wundert es mich nicht, dass Fuge selbst bei einem positiven Börsentag an erster Stelle all das Negative sieht. Schade, Analysten könnten noch besser sein, wenn das grundsätzlich bärische Narrativ fallen würde. Ich habe kein grundsätzlich bärisches Narrativ. Ich war lange fundamental bärisch, weil ich gesagt habe, dass letztendlich diese Entwicklung an den Finanzmärkten nichts mehr mit den fundamentalen Gegebenheiten on the ground zu tun hat, auf dem Boden zu tun hat, mit der Wirtschaft zu tun hat, sich völlig entkoppelt hat. Diese Entkoppelung ist ein bisschen geringer geworden seit dem Beginn des monetären Klimawandels. Jetzt sehen wir in der Tat Pluszeichen, Dow Jones 0,3, Nasdaq 1%, S&P 500 0,73%, aber wir werden gleich sehen, was dazwischen passiert ist. Wir sehen also hier diese Rallye beim S&P, die letztendlich wieder
fast komplett rückabgewickelt wird. Sowas passiert gern mal in Rezessionen. Wir sehen, Crude Oil ist gestiegen, als wären wir nicht in einer Rezession. Der VIX ist 7% gefallen, als wären wir in einem Bullenmarkt. Gold ist gestiegen, als läge die Inflation nach wie vor bei 10%. Und die Bonds sind gestiegen, als hätte die Fed ihren Pivot schon gemacht, also ihre Kehrtwende schon gemacht. All das ist ja nicht passiert. Aber nochmal zu diesem Negativen, was ich angeblich sehe. Wir haben ja jetzt diese etwas niedrigere Inflation gehabt. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie jetzt übergeordnet die Lage ist. Und ja, man kann natürlich solche Spikes, solche Moves in Long-Märkten oder in Märkten, wo die Rallye der Fall ist, mitnehmen. Das ist ja gar keine Frage. Kann sich auch gut lohnen, denn gerade in Bärenmärkten sind diese Rallye ist besonders impulsiv, aber das charakterisiert ja gerade die Bärenmärkte. Rallye übergeordnet hat jemand die besseren Karten, wenn er sitzen bleibt, wenn er bärisch ist. Denn schauen wir uns zum Beispiel mal die Kursziele der verschiedenen Banken an. Ende letzten Jahres, was haben die erwartet für 2022? Da gab es keine Schätzung unter 4.600 Punkten. Jetzt sind wir bei 4.000 Punkten, also deutlich drunter. Manche sogar über 5000 Punkte, BMO 5300 Punkte. Und rechts, meine Damen und Herren, sehen Sie Bären, die allzu optimistischen Lemminge immer wieder fressen, immer wieder abfangen, und zwar gerne an der 200-Tages-Linie, respektive an dem seit Jahresbeginn immer wieder getesteten, immer wieder daran gescheiterten Abwärtstrendkanal. So auch gestern sind wir sogar kurzfristig beim S&P 500 drüber hinaus. Dann die Rejection, dann der Rückschlag. Jetzt sagt Mike Wilson, vergesst irgendwie Inflation, vergesst die Fed. Das Blutbad kommt, weil wir praktisch eine Earnings Recession haben. Die Bank, die Morgan Stanley, wo Mike Wilson tätig ist, die haben einen sogenannten ERI, das ist ein Frühindikator für Unternehmensgewinne, der ist im freien Fall. Das sei wichtiger, sagt Mike Wilson. Ich glaube, auch da hat er einen Punkt. Aber jetzt kommen wir mal zu dieser an sich ja sehr bullische Stimmung. Das Grundmotiv der allermeisten Leute, mit denen ich spreche, ist, ja, Jahresendrallye ist doch immer eine gute Zeit, gerade zweite Dezemberhälfte. Aber schauen wir uns mal an, was jetzt seit Anfang Dezember gut gelaufen ist. Utilities, Healthcare und Consumer Staples, alles drei defensive Sektoren, die maßgeblich zulegen konnten. Ganz unten Energie, zweituntersten Consumer Discretionary, ein offensiver, ein Risk-On-Bereich, und dann Financial Sector auch ist praktisch ein Risk-On-Bereich. Also wir sehen, wir haben defensives Positioning, also eine bullische Stimmung, aber faktische defensive Realitäten an den Märkten, das passt nicht zusammen. Und hier mal so ein bullisches Narrativ heute von einem Bloomberg-Analysten, einem Newsletter. Also da sagt er hier, Inflation ist runtergekommen, mehr als die Märkte erwartet haben. Das schafft die Voraussetzung für einen weiteren dovischen Pivot der Fed und vielleicht für eine substanzielle Weihnachtsrallye. Und dann verweist er eben auf die Saisonalität, wie schick das ist, wie überragend die Wahrscheinlichkeit ist angesichts dieser Saisonalität, dass das alles nach oben geht. Aber jetzt schauen wir uns hier mal den Dow Jones an. Wenn Sie da genau hingucken, sehen Sie eine Umkehrkerze, eine ziemlich üble, unschöne Kerze. Man ist über das Bollinger Band rausgeschossen, kommt dann mit einer solchen Kerze wieder rein. Der Jerome Powell bereitet sich schon mal auf seine Rede vor, neben einem Bär stehend. Und hier sehen wir mal etwa den Dow Jones, der gestern praktisch 14.30 oder kurz vor 14.30 mit dem Leak der Inflationsdaten fast oder bei 34.900 und ein paar zerquetschten war. Und wir sind dann unter die Marke von 34.000 gefallen, sogar unter die Marke von 33.900 Punkten. Das heißt, auf Future-Basis hat der Index über 1.000 Punkte von seinem Hoch verloren und dann so eine Art zittrige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde. Hier sehen wir das nochmal beim S&P 500, diese Wedge, da sind wir drunter raus jetzt kürzlich, machen dann diese Bewegung nach oben, scheinen über den Abwärtstrendkanal rauszugehen, scheitern wieder. Wir sehen hier unten ein aktives Verkaufssignal. Vielleicht war das schon das Christmas-Geschenk, das Weihnachtsgeschenk. Die Jahresendrallye ist vielleicht schon passiert. Die Santa Claus Rallye ist schon passiert. Möglich wäre es. Was die Bullen jetzt brauchen, hier sehen wir den S&P 500, ist
über das gestrige Tageshoch anzusteigen. Wir waren auf Kassabasis bei 4.100 Punkten. Übrigens, da waren wir kürzlich bei dieser Rallye auch schon. Doppeltop, Fragezeichen, werden wir sehen. Aber wir waren auf Future-Basis schon ein paar Pünktchen höher. Sei es drum, hier liegt sie ja 50er MA. Moving Average, da müssen wir drüber, dann würde sich die Situation für die Bullen deutlich besser gestalten. Kommen wir mal zu Jerome Powell und der Väter. Der Jerome hat in einer oder in der letzten Rede im Grunde drei Inflationsachten unterschieden. Die Kernrate bei Gütern, da sagt er disinflationär, also Inflation geht zurück. Housing related, also alles was mit Immobilien, Miete, Owners Equivalent Rent und so weiter zu tun hat. Da ist ihm offenkundig bewusst, dass die Kalkulation verspätet ist, dass wir also hier praktisch ein Time Gap haben, eine Zeitlücke. Das sind Daten aus der Vergangenheit, wie ich mehrfach hier schon gesagt habe, das scheint er zu wissen. Wichtig ist, Ex-Housing Core Services, also Dienstleistungssektor im Kernbereich, ohne den Hausmarkt. Hier sehen wir, dass dieser Parameter gestern auch zurückgekommen ist. Jetzt sagt hier ein Analyst, das ist eine gute Nachricht für die Fed, aber Paul will eben eine massive Rallye in Aktien und bei den Bondmärkten vermeiden. Wir haben vorhin die Financial Conditions gesehen. Warum? Ist klar, ich habe es immer wieder gesagt, Nachfrage steigt dann, die Leute geben mehr Geld aus, wenn die Aktienmärkte steigen. Wenn die Renditen fallen, wenn dadurch die Kreditkosten sich wieder verbilligen, latent etwa über die Hypothekenzinsen. Genau das ist der Punkt. Paul will vermeiden eine Situation wie in den 1970er Jahren, das hat er öfter jetzt schon klar gemacht, wo man zu früh dann nachlässt bei der Bekämpfung der Inflation und das Gespenst dann wiederkommt. Und eins ist auch wichtig, was Sie hier sehen. Wir haben gesehen, dass derzeit die Inflation immer noch über 7% ist, aber der Zinssatz, der Leitzinssatz bei 4,0%. Und in den letzten 8 Zinsanhebungszyklen hat die Fed immer die Zinsen über die Inflationsrate angehoben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Zinsen müssen wieder rauf, wenn wir in dieser Logik bleiben, oder müssen weiter rauf. Oder die Inflation muss so weit runterkommen, dass sie unter dem Zinssatz liegt. Das ist jetzt wirklich sehr stark zu beachten. Das kann, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm. Deswegen sagt Michael Kramer hier aus meiner Sicht nicht unzurecht. Der Markt missversteht die Fed. Er geht davon aus, dass die Fed eben jetzt bald fertig ist mit den Zinsanhebungen. Da kann der Markt recht haben, aber möglicherweise liegt er falsch mit der Annahme, dass die Fed dann schnell die Zinsen wieder senkt. Und dann wären die Aktien zu teuer, weil zu hoch bewertet. Und dann wäre eben auch der Dollar wieder günstig nach dieser scharfen Korrektur. Dollar auch mit positiven Divergenzen. By the way, heute wichtig eben dann auch bei der Fed die sogenannten Projektionen. Was erwarten die Fed-Mitglieder in Sachen Wirtschaft, in Sachen Inflation und bei den Dotplots, also wie praktisch der weitere Zinsweg sein wird. Das können die praktisch noch jetzt bis gestern Abend verändert haben online. Die Herrschaften haben da so einen speziellen Zugang. Wir haben jetzt zweimal gesehen, dass die Inflationsdaten niedriger reinkamen als erwartet. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war Oktober 2018. Aber wir erinnern uns, Paul hat im Dezember 2018 dann diese Formulierungen Autopilot bei Bilanzreduzierung und wir werden weiter die Zinsen anheben gebraucht, trotz einer zuvor auch niedriger, zweimal niedriger als erwartet reingekommen, denn Inflation, ist das eine Blaupause für heute Abend? Wir werden sehen. Jedenfalls, was Paul wichtig ist und der Fed zentral wichtig ist, ist der Kaufkraftverlust der Amerikaner. Wir sehen jetzt 20 Monate in Folge ein Kaufkraftverlust, also stärkere Inflation als Lohnanstiege. Das ist ein bisschen geringer geworden jetzt im letzten Monat mit diesen 7,1% Inflation. Aber dennoch, es ist eben eine schleichende Enteignung. Und gegen die muss Paul vorgehen. Wenn wir uns hier mal diesen Kommentar rechts anschauen, wir hatten ja letztes Jahr schon oder hatten 9% im Juni, hatten letztes Jahr 6,8% um diese Zeit, jetzt sind wir bei 7,1%. Wenn man das addiert, dann hat man um und bei ein Siebtel seines Vermögens verloren, nur durch Inflation in 2 Jahren. Wenn ich das richtig rechne, Geld, das kann sein, dass ich da total falsch liege, ja.
Naja, es ist kein Zufall, dass ich kein Mathematiker geworden bin, meine Damen und Herren, aber das ist doch eben der Punkt, diese Enteignung, die letztendlich die Amerikaner, viele Millionen Amerikaner aus dem Konsum spült, und das kann man sich nicht leisten. Wir sehen auch Turbulenzen in dem Kryptobereich, auch ein Opfer des monetären Klimawandels. Jetzt sehen wir, dass Kunden 3 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden abgezogen haben von Binance. Also wieder so eine Art Bankrun. Man fürchtet, dass jetzt Binance, die in den Fokus auch der Aufsichtsbehörden geraten sind, der nächste Pleitekandidat sein könnte. Der CEO Zhao hat jetzt seine Belegschaft auf einen Bumpy Ride eingestellt. Also wird eine schwierige Zeit werden. Was poppt denn hier schon wieder für ein Schwachsinn auf, meine Damen und Herren? Ich habe hier einen relativ alten Rechner. Der muss ja nur das Zeugdisplay. Aber sei es drum, zurück im Text. Also, da kommen ungemütliche Zeiten, sagte der gute Mann. Und der Jim Cramer sagte, also wir mögen, oder hat gesagt, das war 2021 im April, ja, also Coinbase findet er super, da stand Coinbase bei 429, also eine andere Kryptobörse. Kursziel sagte er damals $475, jetzt am 14. oder jetzt kürzlich sagte er, also wo Coinbase bei $41 steht, jetzt, ich bin kein Käufer von Coinbase hier, es sei zu früh. Also der Mann ist wirklich spitze. Wenn es den nicht geben würde, dann müsste man den glatt erfinden, sage ich einmal. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier die Orientierung wieder kriege, nachdem das alles ein bisschen durcheinander läuft. Es ist wirklich, aber so ist Lebe manchmal. Jetzt streikt hier offenkundig die ganze Geschichte, oder komme ich da wieder rein? Da war ich schon. Wo sind wir noch nicht gewesen? Das war diese ganze Geschichte mit den Löhnen. Hier sehen wir nochmal Binance. Das hackt so ein ganzes, etwas dieses ganze System. Ich hoffe, dass sich das noch erholen tut. Jedenfalls ist das eben einer der entscheidenden Punkte. Hier noch kurz: Bank of England calls for urgent global action after near collapse of UK pension funds. Also wir haben den Stress im System schon gesehen. Die Pension Funds sind hier unter Druck geraten. Schattenbanken inzwischen, könnte man sagen. China, jetzt mit der plötzlichen Öffnung, die wohl katastrophale Folgewirkungen haben wird, auch wieder ein Konkurrenz für Gas. Die werden uns dann Konkurrenz machen, den Europäern, die ja auf Flüssiggas jetzt angewiesen sind. Heute gelesen, Hamburg hat etwa die Hälfte weniger Strom produziert in diesem Jahr als im letzten Jahr. Einer der Gründe ist, dass man das modernste Kohlekraftwerk Moorburg südlich der Elbe abgeschaltet hat, rückgebaut hat, weil ein paar Herrschaften aus der eher grünen Ecke das so wollten. Das ausführende Unternehmen oder der Eigner wurde mit Milliarden entschädigt. Hier in der Nähe bei mir in Wedel läuft ein schmutziges Kohlekraftwerk auf Volllast. Das ist sozusagen Energiepolitik vom Allerfeinsten. Da kannst du dich nur an den Kopf fassen. Und gestern hatte ich auf diesen Artikel schon mal verwiesen, allerdings vergessen, den Link hier reinzubringen. EZB, der Politik unterworfen, der Euro ist Politgeld. Also, weil ich gestern den Link vergessen habe, will ich das nochmal tun, jetzt mit Link diesmal, meine Damen und Herren. Sehr, sehr guter Artikel. Sprachlich wieder eine absolute Eins von Georg Habenich. Und dann dieser Rezessionstrade. Was tun, wenn die Rezession kommt? Auch sehr wichtig, würde ich meinen. Und dann als dritte Empfehlung: LNG-Anbieter mit 3000% Dividenden plus. Die machen sich die Taschen voll. Also wenn Sie wissen wollen, wo Ihr Geld hingeht, dann werden Sie da geholfen. Und nochmal der Hinweis: am Donnerstag, also morgen Abend 19 Uhr, mit Thomas Mittelhoff. Eines, wenn nicht das Highlight für mich in diesem Jahr. Ich packe Ihnen den Link wieder unter die Videobeschreibung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao. Heute hören wir uns dann vor der FED-Sitzung. Die werde ich dann, das Statement werde ich dann abbilden und dann eben schriftlich auch einen Live-Feed bringen von Jerome Powell 2030 und seine Aussagen kommentieren. Ich sage Servus und Ciao.